Nationalpark Stenshuvud an der Südküste von Schweden. Ganz in Südschweden. Boah, Leute, das ist unfassbar schön. Es ist wirklich unfassbar schön. Ich nehme euch nochmal mit in einen wirklich absolut zauberhaft, märchenhaften Urwald. Ein Nationalpark hier an der Küste. Hier gibt es wirklich alles. Einen absolut grandiosen alten Buchenwald mit riesigen, monströsen Bäumen. Eine ganz großartige Küste, ganz wundervolle, zerklüftete Felsen, Steine, Mooseflechten, Wasserpflanzen. Bunte Farben, Pflanzen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und dann hier bin ich jetzt in einem total urigen, mystischen Eichenwald. Der Weg ist total steinig hier, alles total knorrig und es ist echt herrlich. Und es gibt ja auch einen riesigen Strand. Man kann am Strand entlang laufen, baden gehen. All das werdet ihr mit mir erleben, wenn ihr Bock habt, hier in diesem Video. Kommt mit! Der Nationalpark Stenshuvud befindet sich ganz unten in Südschweden und alle weiteren Infos zur Anfahrt findest du im zugehörigen Blogartikel auf meiner Webseite JBTV. Der Link ist hier in der Videobeschreibung bei YouTube. Ich starte hier eine Wanderung vom Haupteingang und ich zeige euch hier mal kurz zur Übersicht die Runde, die ich hier laufe. Weitere Informationen, GPS-Daten zum Runterladen, all das findet ihr auch auf dem zugehörigen Blogartikel. Link, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ja, diese schöne Runde hier werdet ihr gleich in zauberhaften Bildern mitwandern können. Hier geht es dann wieder zurück an der Küste entlang. Und zum Schluss mache ich natürlich auch noch einen Abstecher zum wundervollen Strand hier und gehe da herrlich baden. Hier ist es so schön. Ich halte jetzt einfach die Klappe.
Wow, ist das schön hier. Auf jeden Fall absolut mega genial. Das ist wie eine Reise durch die ganze Welt. Alles gibt es hier zu sehen, was mein Herz berührt sozusagen. So wundervolle, wilde Natur
in so toller Vielfalt. Grandios, wirklich absolut grandios. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, gerne den Daumen nach oben klicken. Unten in der Videobeschreibung bei YouTube findet ihr weitere Infos, einen Link zu meinem Blog, wo ich ja wieder zu diesem Video auch zusätzliche Informationen zusammengetragen habe. Und ja, das ist wirklich auch einfach zu erreichen hier, das muss man auch nochmal sagen, denn es ist ganz unten in Südschweden. Ich hätte echt gar nicht gedacht, dass es so eine wundervolle, urige Urwaldnatur noch gibt in Südschweden. So eine tolle Landschaft. Also wenn man nach Schweden rüberfährt, ist man quasi direkt hier, wenn man von Malmö aus, das sind nur ein paar Kilometer hier von Malmö aus. Und deswegen auch nochmal auf jeden Fall mein Mega-Tipp. Also viel Spaß draußen in der Natur und wir sehen uns in zukünftigen Videos. Tschüss!